Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Wir sind immer noch auf der Schatzsuche eigentlich unterwegs für unsere Bärenschulenausrüstung. Allerdings haben wir so einige Fragezeichen irgendwie direkt in der Nähe. Ich freue mich gerade einfach mal wieder zur Abwechslung so ein paar Fragezeichen abzuarbeiten und nebenbei die Schatzsuche natürlich zu machen. Das gibt gerade so eine richtig schöne Entspannung hier rein. Und vielleicht finden wir ja noch richtig coole Sachen. Platz im Inventar haben wir ja, seitdem wir jetzt aufgeräumt haben, das letzte Mal mehr als genug. Coole Ruine. Aha, Nekrophagen. Das Gute ist, die brennen gut. Das ist nicht der spannende Kampf, ich gebe zu. Sag mir, was du zu bieten hast. So, jetzt habe ich Spannung reingebracht. Ich habe das Schwert ausgepackt. Woo! Oh, das war ein guter Loot. Also viel Loot. Leute, es war nicht nett von euch, dass ihr mich so angeschrien habt. Was? Noch einer? Darf ich jetzt? Rüstung des Kriegers. Verbessertes Bären-Silberschwert? Das ist eine andere Schatzsuche, die wir noch am Laufen haben, oder? Oder eine, die wir noch gar nicht gefunden haben. Haben wir schon überhaupt die Quest für die verbesserte Bären-Schulausrüstung? Verbesserte Katze, Verbesserung Greife... Da ist Verbesserung der Beere? Ja, tatsächlich. Ja, geil. Upsi. Oh, sehr schön. So mag ich das. Oh, herrlich. So, dann Map. Ich hatte ja einen groben Plan ausgearbeitet. Er hier. Ob das was wird? Quer über den Berg, ne? Ah, das könnte durchaus Probleme geben. Ah, ich komme hier nicht über den Berg rüber. Wir müssen einmal außen rum gehen. Das ist natürlich ein bisschen zeitfressend. Aber auch irgendwie halb so schlimm. So sieht man wieder was. Was von der netten Gegend über gleich aussieht, gerade weil es einfach Berg und Schnee ist. Darf ich looten? Nein. Da oben.
die fällt ganz schön tief. Darf ich jetzt looten? Scheinbar sogar nur die eine einzige hier, ne? Nee, jetzt hast du auch was. Muss man nicht verstehen. Plätze. Ich glaube, um den Berg rum reibt, macht mir mehr Spaß als rumlaufen. Lauf, Plätze. Nö. Weiß nicht, wie jeder sieht, aber. Ich finde das jetzt erstmal Pferd sympathischer. Das wird ja schon eine ordentliche Strecke sein. Beweg dich. Ja, irgendwas Cooles gefunden hier. Habe das Gefühl, dass die aber nochmal questtechnisch wichtig wird. Dafür ist gerade ganz gut, dass wir den Punkt haben. Ein Sturm, verdammt. Ich gehe jetzt nicht rein, weil ich den Verdacht habe, dass ich wieder irgendeine Quest ein bisschen verkorkse. Das sieht doch gut aus da oben. Da will ich hin. Und das könnte von der Steigung vielleicht sogar was werden. Oh. Yo. Was bist du denn nochmal? Ich wäre gleich tot, aber. Rodine. Fertig. Schnellreisepunkt neuer. Ach, wie praktisch. Herzenstahlschwert. Gucke mal. Schon wieder eine Quest weiter. Die Quest haben wir sogar schon gehabt. Schön. Ja, will ich jetzt auseinandergenommen? Gleich hält irgendwas aus, wenn ihr nicht aufhört. Meisterliches Kastenschwert. Zum nächsten Fragezeichen. Beziehungsweise, das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Das meisterliche Schwert, was das so kann. Oh, ich habe auch schon das meisterliche. Den gewinnen, Trefferbonus. Okay, was bringt die, das meisterliche Katzending? Aber Stahl. So. Kritischer Trefferchance und Chance auf Bluten. Oh. Nö, schock nicht. Ich glaube, mit dem Greif sind wir mehr als gut dabei. So, und dann geht's jetzt dahin. Das heißt, wir machen erstmal ihn hier. Versuchen wir es mal mit dem direkten Weg. Ist ein Berg zwischen. Wer hätte es gedacht? Einmal runtersliden, bitte.
Nicht springen, sliden, danke. Nein, Insektoiden muss nicht sein, Geralt. Ignorier sie einfach. Hab's nicht nötig. Glaube ich. Die gehen einfach. Punkt. Ein Nordling. Sind wir hier mal im Hauptdorf, oder? Ich habe nur versehentlich Sachen mitgenommen. 100 Meter, okay. Wieder ein Monsterlager. Ist hier zufällig auch schon wieder eine Schatzkarte? Jetzt mal gucken, ob hier auch was eingezeichnet ist. Spontan sehe ich nichts. Die Arme! Geist! B3, endlich! Aha. Jebel! So, so random, so ein Geist haben wir noch nie gehabt, ne? Questtechnisch ja, aber. Cool. Alter. Das war geil. Einfach nur ein etwas härterer Kampf. Und direkt mit 4 Truhen belohnt. Geil. Aber hier ist noch irgendwas. Was ist das hier? Oder habe ich den Hintereingang genommen? Ah, B3, endlich! Yes. Hier ist noch mehr auf jeden Fall. Bitte schön, Blitzdingsen. Bin ich hier reingerannt? Hey, nimm mich mal. Mehr übelst geiler Loot. Okay. Geil, in die eine Höhle wollte ich nicht rein, weil ich Angst hatte, irgendwelche Quests zu verkorksen. Das hier ist doch irgendwie das gleiche, oder? Verkorkst doch hier gleich irgendwelche Quests. Egal. Ich bin lootgeil. Ja, damit.
Wie tief denn noch? Hier ist vorbei. Okay. Aufgegangen, weil ich zufällig alle umgebracht habe oder so. Hätte ich jetzt nichts gegen. Kann ich sie aufpusten? Äußerst spannend. Ich muss einfach gucken, ob ich einen Geist anzünden kann, wenn wir noch mal einen sehen sollten. Ah, ich glaube, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird wohl später noch mal questtechnisch relevant werden hier. Nur halt nicht jetzt. Wir gehen mal zur Tür wieder raus. Schon wieder beeindruckt, wie weit wir schon wieder hoch müssen, aber wir sind auch entsprechend genauso tief gerade runter. Das passt schon. So. Faszinierende Höhle. So, die Richtung. Der Wind heult. Haben wir das? Ja, das sieht gut aus. Das Ding ist jetzt unter uns. Okay. Ich weiß hier das andere Fragezeichen. Oh. Alter! Okay, finde ich gut. Ich hab's gerne herausfordernder. Einer weniger. Noch einer weniger. Wow, also das. Das hat gesessen. Wow. Mag ich. Der Schatz war wirklich gut bewacht. Und was gibt's hier? Mundstein, große Glühbirne, Kerzenlichter. Nichts Besonderes. Ah, hier ist auch unsere Schatzsuche. Ach so. Na, dann wird's noch was Besonderes geben. Wir müssen nur noch herausfinden, wo.
Jemand hat kundgetan, dass der als Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen die Herzogin Tiaria begangen hat. Nämlich Beleidigung ihrer... Okay, was auch immer. Aber der war schon gerade erledigt. Den hatten wir sowieso schon mal. Dich auf der Mauer. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. Oder? Doch, doch. Okay. Ah. Ah. Ich glaube, wir haben's. Cool. Schatzsuche erledigt. Wunderbar. Das Fragezeichen fände ich noch super spannend. Ich speichere mal, dann rutschen wir hier runter. Das ist nämlich ein Höhleneingang oder irgendwie so. Scheinbar nicht. Aber da ist ein Boot. Das ist der Grund, warum ich oben gespeichert hatte. Ich habe zwar nicht erwartet, dass es so lange dauert, aber das war so der Grund, ja. Komm einfach nochmal. Das war witzig. Midan! Okay. Okay, alle guten Dinge sind drei, ne? Ja. Zu gut. Oh, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich direkt da gestorben wäre. Woo! Woo! Machbar ist? Das wird doch wohl machbar sein. Also gefühlt springe ich auf jeden Berg hoch, aber wieso kann ich hier nicht runter? Ja, wir werden sehen. Da unten ist auf jeden Fall ein Boot, was ich benutzen kann. Das finde ich ist ein cooler Punkt, um hier wegzukommen. Ich glaube, ich werde gleich hier unten nochmal speichern. Hier, um genau zu sein. So hoch. Jo. Oh. Alte Gruft. Das ist wahrscheinlich dann der Punkt. Ach. Wahrscheinlich kommen wir dann da in dem Monsternest raus. Okay. Vielleicht sollte ich diese Fragezeichen, die jetzt hier innerhalb dieses Berges sind, mal ein bisschen ignorieren. So, Schatz suchen. 25 ist das nächste. Hängen wir nochmal mit dran.
Bin ich gerade so gut bei der Bärenrüstung dabei? Da waren wir schon. Da können wir ja auch direkt mal an das Anschlagbrett gehen. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Hallo? Phantom von Eldberg. Ist das nicht genau das, was wir haben? Ist doch genau das, was wir haben. Ich nehme es mal mit, dann ist das Ding hier weg. Aha. Okay. So, hier ist ein Fragezeichen. Plötze. Ah, ich schätze mal, beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder ein bisschen mit Quests beschäftigen. Das war jetzt mal wieder richtig schön entspannt, die Sachen abzuarbeiten. Ah. Da saß ein Händler. Hey. Aber wahrscheinlich, du hast hier die reisenden Händler teilen sich hier jeden Winter, ne? Komm näher, Fremder. Hallo, willst du was kaufen? Wenn du Karten hast? Zeig mir deine. Also es war grau unterlegt, das passt. Zeig mir deine. Hä? Zeig mir deine Waren. Okay. Wiedersehen. Hä? Hallo. Willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. Wiedersehen. Komm und sieh dich um. Ich spüre Bugs. Ich kann mir auch nicht helfen und das auch nicht erklären, aber irgendwie. Das war jetzt verrückt. So, einmal hier runter. Plätze. Schaffst du das? Bestimmt. Vielleicht geht die Pferdepanik los. War klar. Gleich Plötze tot. Bewachter Schatz. Ja. Find die Ausbeute gut? 127 Gewicht wieder. Uiuiui. Da freut sich bald wieder irgendein Schmied. Unsere Rüstungsschmiedemeisterin hat auch noch relativ viel Geld. Oh, geil. Sind wir in der Ecke, wo wir eigentlich schon mal waren, weil den Ort der Macht haben wir schon mal geholt. Habt den Schatz wohl nur viel übersehen. Kann ich plötzlich hier rein? Echt? Was du gegessen? Jesse, Josef, Schwindler. Muss ich euch umbringen? Na komm schon. Ich schätze, hier wird unser Blut drin sein, den wir brauchen. Rennst nicht, das ist doof. Es tut mir leid, Leute. Das pupsen die ja auch noch. Oh, das war doch nicht die richtige Kiste.
Tut mir leid, ich habe deine Freunde irgendwie umgebracht. Hier drin wird sowas von, diese... Die Bärenausrüstung noch sein? Wo ist sie denn? Gar nicht? Da! Bärenstiefel! Die mit ihren Blähungen, ne? Sonst haben wir hier nichts, ne? Das tut mir ein bisschen leid. Eigentlich mag ich die Trolle ja. Mal abgesehen von ihrer doch recht eingeschränkten Sprechgeschwindigkeit, weil das ist doch ein bisschen anstrengend manchmal. So, wir reiten gleich nochmal ins nächste Dorf zusammen. Ich glaube, hier links war eine Schnellreisestation. Gib uns alles, was du hast. Nö, tue ich nicht. Da muss ich hin. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm. Guten Tag, da sind wir wieder. Bin ich bei dir schon Gwindkarten gekauft? Ich bin nicht interessiert an dem Schrott. Das Gespräch kommt mir bekannt vor. Jo, hatten wir schon. Ist okay. War auch nur aus purem Interesse, dass wir mal geguckt haben. Haha, ich habe euer Feuer ausgemacht. Super. Da sind wir echt gut wieder vorangekommen. Nebenquests ist ja nicht... Ja, den können wir dann abgeben. Diese Aufträge haben wir das eine, den Schatz suchen. Haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und die Greifenschule ist auch mit dabei. Das finde ich sehr gut. Natürlich auch für Level 34 dann wahrscheinlich auch die Items wieder rausbekommen, aber ist ja egal. Na, no, wir werden wahrscheinlich jetzt öfter mal machen, so ein bisschen abwechselnd, solange wir die Möglichkeit haben. Jetzt bin ich erstmal soweit zufrieden mit den Fortschritten, was Schatzsuchen angeht. Wir werden das nächste Mal wieder Quests machen. Ja, natürlich wäre der Hexerauftrag ganz geil, weil dann haben wir den wieder komplett weg. Nebenquests kann ich da jetzt gerade nicht wirklich fertig machen, weil ich will die DLCs ja nicht machen. Besiege Moisek für Gwind hier nochmal abgeben, die Quest, dann ist die auch erledigt. Und dann Hauptquest. Oh ja, das gefällt mir. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gern Daumen in nördlicher Richtung dalassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.